Ach Leute, Mojang hat mal wieder was angekündigt. Demnächst sollen die Minecraft Java Edition Accounts, also Mojang Accounts bzw. Minecraft Accounts, eingestellt werden. Das heißt, sie werden durch Microsoft Accounts ersetzt. Man wird sich ab sofort dann mit einem Microsoft Account anmelden müssen. Auf dem offiziellen Minecraft YouTube-Kanal gibt es auch ein sehr nettes Video dazu. Okay, was heißt nett? Dinnerbone stand aufrecht auf seinem Bein. Das war ein Schock für alle. Also das Video werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was ist denn jetzt der Beweggrund von Mojang, diese Sache durchzuführen? Also was die sehr oft in dem Video betont haben und auch in dem Artikel auf der offiziellen Website von Minecraft, ist, dass mit dem Microsoft-Account das Ganze sicherer sein soll. Doch wenn ihr jetzt nochmal etwas in die Vergangenheit kommt, an den Anfang von 2020, erinnern sich vielleicht die Minecraft Bedrock Edition Spieler an ein Ereignis. Die PS4 hat endlich die Minecraft Bedrock Edition bekommen. Ohne Server, aber das ist eine ganz andere Sache. Und als sich dann da sehr viele Spieler mit ihrem Microsoft-Account einloggen wollten, gab es sehr viele Systemprobleme. Es gab sehr viele Probleme bei Leuten, die nicht einmal auf der PS4 spielten, da es ja durch den Account alle betrifft. Und um das zu vermeiden, hat sich Mojang etwas einfallen lassen. Und zwar, wer hätte es gedacht, werden jetzt alle Minecraft Java Edition Spieler nacheinander, nicht zur selben Zeit, in Etappen dazu aufgefordert werden, sich einen Microsoft Account zuzulegen oder sich mit ihrem einzuloggen. So werden dann hoffentlich solche Fehler wie damals umgangen. Aber wer weiß, was sonst passiert. Falls ihr Minecraft Dungeons spielt, wisst ihr sicherlich, dass es keinen gemeinsamen Launcher für Minecraft Java Edition und Minecraft Dungeons gibt. Das hatten die mal versucht, hat nicht geklappt, es gibt zwei separat. Ich kenne den Launcher für Minecraft Dungeons nicht, also kann ich da jetzt erstmal gar keine Aussage treffen, was mit dem ist und wie der überhaupt ist und wie der funktioniert oder was auch immer, was das überhaupt ist. Zumindest dürfte jetzt der gemeinsame Account es ermöglichen, einen gemeinsamen Launcher zu haben. Glaube ich. Schließlich lief vorher Minecraft Dungeons über einen Microsoft-Account, genauso wie die Bedrock Edition von Minecraft. Und die Java Edition von Minecraft lief über einen Mojang bzw. Minecraft-Account. Wenn ich das mal richtig aufgeschnappt habe, soll die Minecraft Bedrock Edition, also die Minecraft Windows 10 Edition, auch in den Launcher integriert werden. Und da das ja nun mit den Accounts durchgeführt wird, wird das ja auch sicherlich passieren. Wenn man dem Artikel vertrauen kann, und auch den Aussagen von Dinnerbone soll angeblich alles so bleiben wie gewohnt. Also man loggt sich ein und es soll sich nicht geändert haben. Mojang hat schon länger das Interesse, die Java Edition und Bedrock Edition sich ähnlicher zu machen. Nun, Teile des Spiels werden immer mehr aneinander angegleicht und es hat eher den Anschein, als würde die Bedrock Edition von Mojang bevorzugt werden. Was man auch daran erkennt, dass früher die Minecraft Java Edition nur Minecraft war und jetzt Minecraft Java Edition ist und jetzt halt die Bedrock Edition einfach nur Minecraft ist. Das kann man am Menüscreen sehen. Da steht dann halt Minecraft Java Edition oder halt Minecraft als Minecraft. Das zeigt ja irgendwie, dass die Bedrock Edition von Minecraft eher von Mojang als die einzig wahre Version angesehen wird. Zu dieser ganzen Diskussion hier mit welche Version ist die bessere, werde ich gar keine Aussage treffen. Ich mag beide Versionen. Okay, ich habe eine Aussage getroffen. Ich mag beide. Nun wurde aber in dem Announcement-Video auf dem offiziellen Minecraft-YouTube-Kanal, dass man nun ein Geschenk dafür bekommen wird, wenn man es durchgeführt hat, das Wechseln des Accounts. Und zwar soll man ein Cape bekommen. Wenn man nur das Video sieht, wirkt bisher alles eigentlich recht gut. Wenn man den Artikel auf der Website sich noch durchliest, wird es aber etwas kritischer. Zunächst einmal ein guter Fakt, man behält seinen Username. Also, dass man seinen Username behält, ist ja eigentlich was ganz Gutes. Aber jetzt nochmal zu dem Thema zurück, dass die Bedrock Edition und Java Edition immer ähnlicher werden sollen. Dieses Cape, damit kann doch irgendwas nicht stimmen. Das ist wie so ein, das ist einfach vergiftet. Dieses Cape ist vergiftet. Und das ist es auch. Denn dieses Cape spricht sehr stark dafür, dass diese Transformation von Java zu Bedrock schon eher da ist, als man dachte. Viel sooner. Auf der
offiziellen Minecraft-Website wird des Öfteren erwähnt, dass man halt dieses eine Cape bekommen soll. Aber es eventuell nicht bei diesem einen Kleidungsstück bleiben soll. Und alle Bedrock Edition Spieler unter euch, die schon etwas länger in der Bedrock Edition spielen und eventuell auch die Java Edition spielen, wissen vielleicht jetzt, woran mich das erinnert. Genau, Minecraft Persona. Der Skin Editor in der Bedrock Edition von Minecraft. So, einmal im Skin Editor angekommen. Hier sieht man meinen Stranded Skin. Das hier ist der Skin Editor aus der Minecraft Bedrock Edition. Also so sieht es aus, wenn man noch keinen Skin hat. So sieht es dann bei allen Plätzen aus, die man belegen kann. Und zwar, wenn man jetzt hier auf Charakter erstellen drückt, ist ja eine Auswahl mit Körper und Stil. Man kann hier diverse Dinge ändern. Bärtiger Alex zum Beispiel. Es gibt einerseits Dinge, die man mit Erfolgen freischalten kann. Andererseits Dinge, die man sich einfach herunterladen kann. Aber natürlich auch Produkte, die man sich kaufen muss. Beispielsweise hier, wenn ich jetzt diese Flügel hier aus dem Jurassic Park haben will. Da muss ich dafür 1,99 € ausgeben. Im Skin Editor integriert ist auch eine Möglichkeit, selbst gepixelte Skins einzufügen. Also hier ist mein Stranded Skin. Wenn man jetzt hier auf neuen Skin wählen drückt, wird einfach ein Feld geöffnet, mit dem man sich einen anderen Skin von seinem Computer auswählen kann. Darunter sind Skin Packs, die man sich im Marketplace von seinen Minecoins kaufen kann. Minecoins sind eine Ingame-Echtgeldwährung. Also man kauft sich Coins vom echten Geld. Da könnte man theoretisch auch einfach Euro oder was auch immer hinschreiben, aber die brauchen hier was Internationales. Ja, Chris Kraft, ich weiß, du bist gelangweilt. Du kennst das alles schon. Also ich kann jetzt hier einfach zu irgendeinem Skin Pack gehen und irgendeinen Skin auswählen. Zusätzlich hierzu gibt es auch ein Feld mit Capes. Hier sind erstmal zwei Capes drin, die man auswählen kann. Bei der Figur gibt es auch was ganz Absurdes. Nämlich man kann die Größe variieren. Also schaut mal hier. Ganz große Alex, normal große Alex, kleinere Alex, ganz kleine Alex. Zudem kann man hier Marketplace Skins, also welche man sich gekauft hat, nicht hier noch verschönern. Man sieht, das switcht hier wieder rüber zu dem Skin, den ich hier vorhin kreiert habe. Und jetzt gibt es hier noch dieses eine Feld, das wohl umstrittenste Feld in dem Ganzen. Nämlich gibt es Emotes. Also hier auch sehr teuer. Ich habe jetzt den günstigsten, glaube ich, angeklickt. Hier auch sehr teuer, 3,99 € für so eine Bewegung. Warum? Warum? Um ehrlich zu sein, ich spiele kein Fortnite. Also das kommt, glaube ich, aus der Branche. Ob die Emotes nun wirklich in die Java Edition kommen werden, ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich vermute es aber, da die Java Edition immer mehr Bedrock-artig wird. Das heißt, es wird irgendwann kommen, wahrscheinlich nicht direkt. Aber irgendwann sind die Emotes da. Und was soll man da sagen? Es ist halt so. Also hier auch einmal für die Leute, die den Marketplace nicht kennen. Das ist der Minecraft Marketplace. Hier gibt es Maps, Skins und Texturenpakete. Einfach hier einmal in die Suchfunktion und... Keine Ahnung, ich drücke jetzt einfach mal Skyblock rein, weil Skyblock gibt's sehr viel. 251 Ergebnisse, man sieht hier, das sind zum Beispiel Maps. Aber natürlich gibt es auch ganz viele Skins, hier gibt es ja auch eine Filterungsfunktion, Pakettypen Skins. Wie man vorhin schon gesehen hat, es gibt die Emotes, es gibt die ganzen Kleidungsstücke. Ja, und Texturen, die sind halt Texture Packs. Das Gute an dem Ganzen ist halt, die Creator von den ganzen Sachen bekommen halt Geld. Was halt bei der Java Edition nicht der Fall ist, da das Verkaufen von Produkten für Minecraft verboten ist. Ich dürfte jetzt nicht eine Map für Minecraft machen und die verkaufen. Aber ich kann mich an Minecraft wenden, Minecraft-Partner werden und im Marketplace in der Bedrock Edition eine Map verkaufen. Wenn Maps in die Java Edition kommen, wenn Texture Packs in die Java Edition kommen, finde ich in Ordnung. Skins finde ich schon kritisch, weil die meisten, die es hier gibt, könnte man sich selbst pixeln. Und über Minecraft Persona braucht man ja gar nicht reden. Minecraft Persona kann man direkt wieder vergessen. Also die Transformation von der Java Edition zur Bedrock Edition oder einer ähnlichen Version ist im vollen Gange und nicht mehr aufhaltbar. Was ist eure Meinung zu der ganzen Sache? Schreibt es doch einfach in die Kommentare. Bezüglich Mods und dem PvP-System, was wir ja alle so sehr lieben, hat Dinnerbone sich geäußert und gesagt, es
ist davon nicht betroffen, aber wer hätte das auch gedacht? Also, es ist ja noch nicht die vollständige Entwicklung von Java zu Bedrock. Ansonsten würde es das Ganze beeinträchtigen. Jetzt noch eine kleine Info am Rande: Wenn du das Ganze nicht machst mit dem Wechsel des Accounts, wirst du einfach nicht mehr Minecraft spielen können. Es gibt ja auch keine andere Option. Die Bedrock Edition läuft auch über einen Microsoft-Account. Mit diesen Worten war's das dann auch mit dem Video. Teilt es unbedingt mit euren Freunden, die auch auf der Java Edition spielen. Vielleicht auch mit euren Bedrock Edition Freunden. Das interessiert, kann ja eigentlich jeden interessieren, dieses Thema hier. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Chris Crafter.